Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ich hatte ja gesagt, dass ich noch das Turnier zu Ende spielen will. Und ich muss sagen, ich bin natürlich immer noch krank. Also, es ist nur, damit ihr es nicht vergesst, logischerweise. Ich habe jetzt auch Kopfschmerzen bekommen. Und ich bin müde und kaputt. Und mein Körper sagt mir eigentlich, ah, ich bin krank, ich muss mich hinlegen. Was machst du denn, hör auf zu spielen? Aber erstens will ich jetzt trotzdem das Turnier gewinnen, obwohl wir erst im Viertelfinale stehen. Zweitens, obwohl ich halt total angeschlagen bin und normalerweise jetzt nicht 100% bringen kann, will ich das als wieder mal als Training, als Aufgabe ansehen. Meine Aufgabe ist es jetzt einfach, dieses Hindernis der körperlichen Angeschlagenheit anzunehmen, zu besiegen und trotzdem zu versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Also ich glaube zwar nicht, dass ich das schaffen, jetzt noch 3 Spiele gewinnen, aber wenn das so sein sollte, wäre ich natürlich danach so mega stolz auf mich und würde mich so extrem freuen, dass ja, dass es auch einfach wieder ein gutes Training für die Weekend League ist, wo es halt auch darum geht, einfach vom ersten bis zum letzten Spiel dran zu bleiben, hart zu bleiben, gut zu sein. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel reden, weil das Reden, das verstärkt meine Kopfschmerzen. Aber naja, das sag ich auch häufiger mal, dann rede ich eigentlich ganz normal, deswegen mal schauen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich ziehe das jetzt durch. Wenn ich jetzt hier rausfliege, okay, dann ist es halt vorbei. Aber falls ich es schaffen sollte, würde ich mich freuen. Niang, ich sag ja, dieser Hazard ist wirklich der Spieler, den die meisten haben. Ich weiß nicht, warum Bailly in der Innenverteidigung nur ein Leihspieler, ein 75er ZOM. Also, ich will mich nicht weiter aus dem Fenster hängen, aber das Team ist zumindest nicht durchdacht. Ob der jetzt gut oder schlecht spielt, keine Ahnung. Werden wir sehen, spielt auch gar keine große Rolle. Es geht jetzt einfach nur darum, dass ich mich konzentriere, dass ich jetzt versuche, das Maximum rauszuholen und einfach gut spiele. Wie gesagt, ich werde nicht ganz so viel reden, weil es meinen Kopf anstrengt. Und ich kann mich, denke ich, dann auch besser konzentrieren, wenn ich nicht ganz so viel rede, aber das ein oder andere werde ich schon sagen, aber ich werde versuchen, eher leise zu sein. Schade. Och, Palois, warum machst du das denn? Hätte man noch schön rausspielen können. Oh, da haben wir ein bisschen Glück, das war sehr schön. Sollte eigentlich auf Ribéry gehen, der Pass. Ja, der Gegner Glück. Oh, den muss er natürlich eigentlich machen. Das war eine hervorragende Abschlusschance. Und dann auch noch mit Hazard verschossen. Das ist krass. Das ist krass, dass er den mit Hazard verschießt. Aber ich denke, ich habe es auch ganz gut verteidigt. Also wirklich viel konnte ich dagegen jetzt nicht machen. Stellt sich Ribéry leider schlecht hin. Abseits. Ah, es muss super knapp gewesen sein. Aber wir hätten den Ball eh nicht bekommen, haben wir ja gesehen. Krass, wie Hazard am Ball bleibt. Und wie ich vor allem nicht Vogt bekommen habe. Der da ja eigentlich den Ball hätte einfach mitnehmen können. Aber der Gegner spielt bisher vom Gefühl her jetzt nicht so schlecht. Also er hat zwar ein sehr merkwürdiges Team. Aber er kriegt die Ecke geschenkt. Fuck. Sehr merkwürdiges Team, aber er spielt bisher nicht schlecht. Vielleicht spiele ich auch einfach nur schlecht. Das kann natürlich auch sein. Schade. Jetzt bekommen wir mal die Ecke. Sehr schön. Oh, meine Nase wird gerade frei. Das ist richtig geil. Vielleicht geht er an die Kopfschmerzen ein bisschen zurück.
Schade. Okay, wir kommen auf jeden Fall einen Tick besser ins Spiel rein, wie ich finde. Ah, ich glaube, die Formation funktioniert nicht gegen den Gegner. Sagt mir mein Gefühl irgendwie so. Ich mache Pass von Lacazette, aber vielleicht auch abgefälscht. Ah, ärgerlich. Hätte ich noch direkt auf Ribéry rausspielen müssen. Aber ich dachte halt, Lacazette macht's von alleine. Was das jetzt war, weiß ich nicht. Ob er den wirklich so spielen wollte, ich glaube nicht. Oh, wie kriegt er denn den Ball raus? Ärgerlich. So, mal ein bisschen Platz. Krasse Parade von Butland, aber war auch nicht platziert geschossen. Also nicht platziert genug, logischerweise. Wenn er den in die Ecke bekommt, ist er halt drin. Und... Oh, fuck. Geht echt drüber. Auch je mal wieder. Aber wir kommen besser ins Spiel rein. Ich glaube, ich brauche mal ein Taschentuch. Ah, ist geil, meine Nase ist frei. Ich habe mir ja auch wieder eine schöne, leckere, selbstgemachte, heiße Zitrone gemacht. Die funktioniert meistens ganz gut. Ist mehr heißes Wasser als heiße Zitrone, aber das passt schon. So, schauen wir mal. Was hat er denn jetzt gemacht? Hat er irgendwas an der Formation? Er wechselt jetzt schon in der ersten Hälfte. Die Pai gegen Verdi, keine Ahnung, ob das der 75er war. Oh. Schön, wie auch jenisch entgegengeht, auch wunderbar gemacht. Die Maria hat schon wieder keine Pace mehr. Scheiße. Hat er leider gut antizipiert, das hätte ich halt gedacht, dass er an mir vielleicht vorbeirennt. Hat er aber leider nicht gemacht. Och, danke Tremolias, hervorragendes Spiel. Leider gut, aber dann macht es halt zu offensichtlich. Ultra knapp, ultra knapp, ultra knapp. Schade. Oh, ich wollte natürlich nicht auf Schießen drücken. Aber der Gegner macht hier gerne mal einen Rausspielfehler. Im eigenen Strafraum, das macht er nicht gut. Bekomme ich halt den falschen Spieler und mache deswegen einen Tackle ins Nichts. Das zweite Mal Alu, also wir können echt froh sein, dass es hier 0-0 steht, obwohl ich halt finde, dass der Gegner gar nicht mal so gut spielt, vor allem keinen zwei Alu-Treffer besser. Alter, ich habe halt... Nicht aufregen, ich habe jetzt eh keine Möglichkeit, das zu ändern und mein Kopf dreht durch, wenn ich mich aufrege. Ja, ich werde trotzdem mal eine andere Formation probieren, glaube ich. Vielleicht 4-1-2-1-2. Die Maria, Gonalons. So, einfach konzentrieren, da ist noch was drin. Also ich finde nicht, dass der Gegner besser ist als ich.
Das ist zum Beispiel eher FIFA 13-Style wieder. Macht er leider gut, aber Trevolias macht den Fehler auch direkt wieder gut. Steht ziemlich offensiv, oder? Kann das sein? Danke, dass die Maria mithilft. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt komme ich gar nicht mehr durch, also noch schlechter. Warum spiele ich nicht auf Player? Da stand komplett alleine da. Wie dumm bin ich denn, bitteschön? Alter, das war gerade richtig blöd gemacht von mir. So dumm, ey. Ich weiß nicht, wieso ich den Abschluss gespielt habe. Ich hoffe, der Fehler wird nicht bestraft. Das war das 1-0, was ich da gerade verschenkt habe. Oh, ich bin so froh, dass ich den reinmache. Ich bin so froh, dass ich den reinmache, weil ich einfach vorhin diese riesen Chance verschenkt habe. Und statt mit Lacazette auf Player zu passen, so dumm war und ihn selber schießt, dann auch noch mit dem schwachen Linken. Und den hier schön reingelegt. Sehr gut. Und jetzt einfach nicht mehr diese Fehler machen. Also das war echt so ein grober Schnitzer. Passiert mir echt selten in letzter Zeit. Am Anfang ist mir das viel passiert, dass ich halt einfach den besser positioniert nicht mehr sehe, dann einfach schieße, aber... Das habe ich eigentlich gut abgestellt gehabt, aber in dem Fall, ja, einfach zu eigennützig. Du Scheiße, natürlich sollte das nicht auf den gehen. Ja, jetzt macht er einfach zu überhastete Abspielfehler. Oder macht halt zu überhastete. Er macht zu überhastete Abspiele. Abspiele, sagt man das so? Und dadurch macht er halt Fehler gerade. Und diesmal habe ich noch das Auge gehabt für den besser positionierten. Es war aber auch ein katastrophaler Winkel für Ribéry. Hätte ich nicht gedacht, dass er den Pass da so durchbekommt und dass dann halt auch Player diesen Schuss so schön ins lange Eck legt. Sehr gut. Ärgere mich trotzdem noch, dass ich da diese eine Chance versemmel halt, weil ich mit Lacazette abschließe, statt mit Player auf Player zu passen. Weil der war halt quasi blank. Also der war nicht quasi blank, er war blank. Er hat noch Zeit für zwei Tore, aber jetzt muss er halt zeigen. Und ich glaube nicht, dass er das schafft. Also ich glaube, er ist moralisch angeknackst und macht Fehler jetzt, die er am Anfang nicht gemacht hat. Dann sollte Verratti eigentlich auch schon passen. Hallo, es hat den Ball eigentlich schon, verliert ihn dann wieder. Ach du Gott. Ja. Also krass, dass die Flanke so perfekt auf Memphis kommt, ohne Scheiß. Verstehe ich auch nicht, wie er das schafft. So, jetzt konzentrieren. Das war wieder so ein halbes Lackertor, weil Palois hat den Ball. Ich verstehe nicht, warum er den da wieder verliert. Ja, die Formation scheint wirklich besser zu funktionieren. Verletzt, kein Foul, interessant.
Also krass, dass Verratti den aus der Halbdrehung quasi so reinmacht, hätte ich auch nicht erwartet. Der Pass sollte auch eher, ich glaube, auf Lacazette wird er stand gehen. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, Verratti steht gut, machst du den einfach mal. Also den echt mit dem linken, ist ja glaube ich auch der Schwache bei ihm, so ins kurze Eck bekommt, Wahnsinn. Und da sieht Butlet auch nicht so gut aus, finde ich. Da geht er noch nicht mal so bei, aber das 3-1 gefällt mir. Also ich denke halt, hier ist es nicht nur die Formation, die jetzt das Spiel öffnet, sondern halt das 1-0 hat einfach den Gegner, glaube ich, verunsichert und emotionalisiert. Also, oh Scheiße. Meiner Meinung nach hat er angefangen, dadurch Fehler zu machen, die er vorher nicht gemacht hat. Wenn er noch ein Tor schießt, geht auf Zeitspiel. Wir haben nach der 80. Also das ist gar kein Stress für mich. Schwach von mir. Oder wenn er halt keinen Hackenpass macht, klappt das. Trick da nicht funktioniert. Oder zumindest nichts bringt. Kommt nicht mehr daher, sehr schön. Idiot. Hätte vielleicht eher schießen sollen, aber ich dachte, ich kann noch mal auf den besser positionierten Lacazette spielen. Das ist ein fast katastrophaler Pass. Abgefälscht, oder? Ja. Schön gedribbelt. Ins leere Tor und damit den allerletzten Deckel draufgegeben. Ja, wenn sich jemand fragt, warum schießt du nicht eher? Na, ganz einfach, weil es ein sicheres Tor ist. Deswegen gehe ich dann dichter ran. Ich spiele halt richtigen Fußball und nicht hier von wegen, komm, wir versuchen mal coole, krasse Distanztore zu schießen, weil kein Torhüter mehr drin ist. Also im echten Fußball würden die meisten halt auch einfach versuchen, da ein sicheres Tor nochmal zu machen. Und entsprechend näher ans Tor gehen. Und am Ende habe ich damit einen flachen Schuss abgeschossen, weil den abgeschlossen, weil den kann man halt nicht drüber machen. Ja, verdient. Dann machen wir jetzt direkt noch ein Spiel in der Aufnahme und sollten wir das auch gewinnen, dann haben wir in der nächsten Aufnahme noch ein Finale. Oh, mein Kopf tut echt weh, ey. Das Reden strengt super an. Drei Tore Player, Vorlagen, Ribéry. Ach, das sieht ja geil aus hier. Ribéry, Lacazette. Und auch schon wieder Tremolias, das ist interessant. Verratti. Krass, drei Tore Player, nice. Aber wie gesagt, da hätte Player eigentlich noch ein Tor mehr machen können und Lacazette noch eine Vorlage mehr. Das war meine Schuld, dass ich da die Situation halt leider verkannt habe. Ich kann halt jetzt einfach keine 100% abrufen, ist einfach so. Es ist einfach normal, denke ich. Wie gesagt, mein Kopf dröhnt auch echt. Oh, es ist unangenehm. Ich hoffe wirklich, dass es mir morgen besser geht. Oder halt heute nach dem Schlafen. Damit ich eine anständige Weekend League spielen kann. Toll, wir hätten ja gerne einen noch stärkeren Gegner im Halbfinale bekommen können. What the fuck? Guckt euch das Team an. Was war da denn los? Richtig, richtig, richtig krasses Team. Also wenn der jetzt noch gut spielt, dann gute Nacht. Weil jemand, der gut spielt mit so einem Team, da kann ich nur verlieren. Ich meine, das Team ist stärker als meins, das will was heißen. Wobei es wieder dumm war, dass er da Leno halt. Also entweder muss er Neuer nehmen oder Fährmann, aber wahrscheinlich braucht er. Schade, ich war schon durch. Wahrscheinlich braucht er einfach den guten Abschluss. Interessant von Leno.
Aber abseits von Remoulinas Schale. Hätte man einen Tick eher spielen müssen, aber wäre wahrscheinlich auch nicht rein. Wie viel 13 Pass oder was war das? Ich mich nicht getraut, auf Ribéry zu spielen, muss ich zugeben. Lacazette macht da halt die Pässe auch nicht immer geil. Schöner Pass auf Di Maria. Ach du Scheiße, geiles Tor von Plea. Und das mit dem schwachen Linken. Ich dachte echt Pfosten raus, aber nein, Pfosten rein. Und wenn mein Kopf nicht so wehtun würde, würde ich jetzt richtig ausrasten hier. Richtig, richtig starkes Tor. Weil guckt mal an, Leno ist nicht so weit weg. Na, überlegt euch mal, wenn der jetzt nicht so platziert gewesen wäre, dieser Schuss, wo der hingegangen wäre. Den hätte Leno halt mit den Händen gehabt. Richtig nice. Und wichtiges Tor gegen den Spieler. Aber auch wie gesagt, qualitativ richtig, richtig gutes Tor. Sehr guter Abschluss. Und zeigt halt wieder, der schwache Fuß bei Player, bei Lacazette ist gar nicht mal so schwach. Oh, er spielt groß, sieht man sehr selten, weil er so langsam ist. Interessant gespielt von Inform Hector. Da fällt mir gerade ein, schade, dass wir hier nicht mit unserem Bundesliga-Team spielen. Das wäre natürlich auch interessant, Bundesliga gegen Bundesliga. Aubameyang gegen Lewandowski, das ewige Torjägerduell im Endeffekt. Scheiße. Ja, es klappt noch. Schade. Foul, das ist ein Foul. Genau das will ich decken, aber Verratti ist trotzdem da. Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, krasser Pass war auch nicht so schlecht. Oh, schön riskant da rumdribbeln, wenn man das braucht. Sehr gut von Gonalons. Eine verrückte Idee, Pass war auch gar nicht so schlecht, aber hat halt einen Tick gefehlt. Oh, knapp. Sehr gut von Palois. Scheiße, dieses elende No-Touch-Dribbling, wenn man jemanden in den Lauf schicken will, das ist so nervig. Ja, ich dachte, Ribéry geht direkt in den Lauf, macht er nicht, geht in die Abwehr. Ja, er hat wieder zu lange rum mit Coman, sehr schön. Scheiße, das war gut gemacht. Auch nicht gegen Palois.
kommen wir nicht zum Schuss, schade. Sehr geil gemacht von Marquinhos. Ganz, ganz wichtig. Und wäre Lewandowski durch gewesen. Ärgerlich. Geht auf jeden Fall gerne mal ins Dribbling, aber war dann wieder scheiße. Krank gemacht von Ribéry, krank gemacht. Scheiße, ich dachte, der fällt drauf rein, Mist. Aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Spiel. Der Gegner ist nicht schlecht, aber ich denke, wir sind hier verdient in Führung gegangen. Haben auch deutlich gefährlichere Situationen in den Strafraum rein. Auch wenn wir jetzt nur einen Schuss hatten. Und da ich halt vor allem defensiv sehr stabil stehe, werde ich jetzt, denke ich, auch erstmal die Formation weiterspielen. Und wenn der letzte Pass vielleicht nochmal besser kommt, dann kriegen wir hier auch nochmal bessere Situationen für den Abschluss. Komplett blank, da Ribéry, wie sag ich schon, die Maria. Das ist natürlich sehr schwer. Volley-Schuss mit links für Player. Auch wenn es eine ganz gute Position war, aber das ist trotzdem einfach ein schwerer Abschluss. Schade. Oh, eine schöne Katze. Immerhin die Ecke. Jetzt haben wir eine kleine Druckphase. Wäre das 2-0 ganz gut. Oh, es ist auch noch ein Foul von Player. Was ist los? Der ist doch hingefallen. Oh, naja, ist geklärt, macht nichts. Schön gemacht von Palois. Das war noch schöner gemacht. Das war knapp. Steht er immer noch total defensiv oder kommt mir das nur so vor? Ja, der Pass war halt viel zu kurz. Muss halt viel weiter kommen. Ich dachte, Ribéry rennt wieder durch. Verdammt nochmal. Schön ist ausgedrängt von Marquinhos. Auch wunderbar gemacht. Hat er eigentlich gut antizipiert. Wechseln oder was? Eine gute Idee. Ribéry und Di Maria sind nicht mehr wirklich fit.
Haben wir auch genügend gemacht. Man kommt halt nicht durch, das ist sehr schön. So ein bisschen zu fahrlässig und leichtsinnig gespielt. Ich habe eigentlich gehofft, dass es ein bisschen anders läuft, aber ich nehme auch die Ecke mit. Weiß ich nicht, warum ich da gefoult haben soll, wenn, dann war es genau umgedreht. Was? Frechheit, das war auf jeden Fall kein Foul von mir. Komm doch näher, Idiot. Danke. Zweiundachtzigste. Ich glaube, da machen wir mal kurz, oder? Schade. Ja, jetzt wird sie aber geeiert. Alter, wie kann denn der gefährlich sein? Aus 1 Million Meter Entfernung, ey. Oh, eigentlich richtig geil gemacht von Hintep und jetzt sollte das Ding eigentlich durch sein. Also ich finde, wir sind beide nicht durchgekommen. Außer ich halt das eine Mal und aufgrund der Tatsache, dass ich halt 1-0 vorn lag, habe ich halt auch taktisch nichts geändert, weil ich halt einfach defensiv stabil stehen wollte. Deswegen würde ich schon sagen, dass es trotzdem ein verdienter Sieg war. Zumal ich ja auch deutlich besser in den Strafraum des Gegners gekommen bin als umgedreht. Und von daher mache ich mir hier keine Vorwürfe. Vorlagen, Di Maria, sehr gut. Ist auch besser Mann, Di Maria. Oh, mein Kopf, ey. Aber ein Spiel muss ich noch machen. Komm, ich habe echt gut gespielt bisher. Noch ein Spiel, noch ein Finale, das erste Mal Finale in dem Spiel, in dem Turnier und vielleicht gewinnen wir es, wäre geil. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben, euer Pax, bis zum nächsten Mal, tschüss.